Egal ob Heimkehrer wie Thomas Sabitzer oder Neuzugänge wie Philipp Stojkovic oder Philipp Tsiras. Wenn am Samstag, dem 9. Juli, LT1 das Spiel des LASK gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt überträgt, stellen wir Ihnen vor dem Match die Neuzugänge vor. Die ersten waren heute in der Raiffeisen Arena vor der Kamera. Ich bin der Thomas Sabitzer, bin 21 Jahre und bin in der Steiermark geboren. Und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Doch auch in der zum Fotostudio umgerüsteten Stocksporthalle klickten die Objektive. Wie jedes Jahr braucht man aktuelle Bilder fürs Merchandising. Wir werden das auf jeden Fall bei den Autogrammkarten verwenden. Und die Sujets halt dann immer wieder wo einbauen, wo es uns gut reinpassen. Ein besonderer Effekt entsteht, wenn Premium-Partner Kornspitz Mehl ins Spiel bringt. Allerdings kein frisches, sondern sozusagen eine Art Wiederverwertung. Wir haben natürlich dieses Mehl schon lange lagern, weil wir den LASK schon lange unterstützen und sponsern. Und das ist ja das Mehl, das wir auch beim letzten Mehl-Shooting verwendet haben. Es war ein voller Erfolg und wir haben gesagt, das wiederholen wir jetzt wieder. Und daher ist es für uns ein leichtestes Mehl, das wir letztes Mal gehabt haben beim erfolgreichen Mehl-Shooting, heute auch wieder mitzunehmen. Wie in jedem Training geben die Spieler auch beim Fotoshooting alles. Ja! Ja, auf jeden Fall. Also es entstehen richtig gute Bilder. Man hat es in ein paar Prospekten schon gesehen, wo wir Bilder abgedruckt haben und von vor ein paar Jahren. Deswegen ist natürlich aufgelegt, dass wir dieses Jahr wieder bei den Autogrammkarten mit Mehl arbeiten. Wäre Fotomodel vielleicht doch etwas für die Karriere nach der Karriere? Für mich persönlich nicht. Also ich sehe mich da gar nicht, aber in der Mannschaft haben wir sicher einige Kandidaten dafür. Nein, ich bin mit meinem Teammate-Job ganz gut ausgelastet. Also ich glaube, das überlasse ich dann anderen Leuten noch. Der Kader ist allerdings noch nicht komplett. Nach den jüngsten Abgängen, die meisten wanderten zu Ligakonkurrent Austria Wien, darf noch der eine oder andere prominente Neuzugang erwartet werden. Erster Pflichtspielgegner der Saison ist in ÖFB Cup Runde 1 der Tiroler Regionalligist SC Schwarz. Den genauen Termin, er wird zwischen 15. und 17. Juli sein, gibt's noch nicht.